Schaut mal, wer angekommen ist. Bin schon so auf den Inhalt gespannt. Der Karton hat ein bisschen gelitten, deswegen habe ich auch ein kleines bisschen Schiss. Also Daumen halten, dass es dem Buch gut geht. Schauen wir da mal zusammen rein. Oh. Dieses Mal hatte ich ja null Ahnung, welches Buch es ist. Deswegen ist es für mich ein ganz großes Oh. Hallo, du. So ein schönes Buch. Mit Streichelcover. Da halt allgemein Soft-Touch-Effekt. Und dadurch ist es für mich wieder ein Streichelbuch. Ich nenne das so ein bisschen auch immer die Qualitätsprüfung. Sagen wir mal so, wenn ich es nicht schaffe, das Buch glatt zu streicheln, dann ist das ein gute Qualität von Soft Touch. Ah, das ist so hübsch. Man kann übrigens diese drüber gemachte Schrift, ne, dieses Double Crush, das kann man fühlen. Ich finde das Cover mega schön. Das ist der Rücken. Und der Klappentext. Ich tue das mal ein bisschen mehr aus dem Bild, dass ihr euch auch auf den Klappentext konzentrieren könnt. Zoome ich jetzt mal. So. Doch gut, oder? Also ich habe so Lust auf das Buch. Und jetzt zeige ich euch noch schnell den Farbschnitt. Schön, oder? Ich finde den richtig schön. Eigentlich gehört er ja dann so. Und so. Ich finde das so eine Idee mit den Katzenpfötchen und der Katze. Aber ist das nicht hübsch? So ein schönes Buch. Hallo, Schätzchen. Jetzt zeige ich euch noch, was dabei war. Ist auch immer ein Goodie dabei. Das ist ein Notizheft. Mit so Dots. So Pünktchen. Kann nicht schaden. Ist bei mir immer gut. Ja, und das war meine Liebesbüchse. Und ich freue mich sehr, dass ich mir die dieses Mal gegönnt habe. Ich finde den Inhalt nämlich wirklich schön. Und ich bin so doll gespannt auf das Buch. Das war es dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und macht's gut und bis bald. Tschüss!